Super. Dann erst einmal vielen herzlichen Dank, dass ich hier heute die Möglichkeit haben werde, Ihnen unsere Geschichte zu erzählen, unsere Geschichte, wie wir in der TU Dresden im Prorektorat Bildung zu der Erkenntnis gekommen sind, dass wir agile Strategieentwicklung können. Nur kurz zu meiner Person. Ich bin Projektreferentin im Prorektorat Bildung für die Lehrstrategie verantwortlich, komme aber ursprünglich originär aus der Wissenschaft bzw. Forschung am damaligen noch Medienzentrum, kannte also die TU-Landschaft sehr gut, als ich die neue Stelle angetreten habe. Um Ihnen darüber hinaus noch mal einen kurzen Einblick zu geben, worum es sich bei dem Projekt Lehrstrategie Studium 3.0 handelt, bevor wir dann zum eigentlichen Inhalt meines Vortrags kommen. Dieses Projekt ist quasi das letzte Puzzlestück, möchte ich sagen, eines über 10-jährigen Transformations- und Restrukturierungsprozesses an der TU Dresden, die sich im Rahmen des Prozesses zur Aufgabe gemacht hat, Studium und Lehre an der Universität weiterzuentwickeln und zukunftsorientiert auszugestalten. Das letzte Puzzlestück heißt, dass wir im Projekt auf eine Vision für die Lehre bereits zurückgreifen konnten und auch das Lehrleitbild bereits verabschiedet wurde, das in 13 Handlungsfeldern die Vision für die Lehre an der TU Dresden noch einmal beschreibt und dabei aktuelle, sozusagen den Ist-Zustand der Lehre in den 13 Handlungsfeldern skizziert, aber auch diese Zukunftsorientierung, diese Potenziale, die von den Erarbeitern des Lehrleitbildes und den Schreibenden gesehen wurden, schon mit aufgreift und darstellt. Und genau diese Potenziale sind auch der Ausgangspunkt gewesen, den wir uns dann genommen haben, um diese Zukunftsorientierung anzufangen, zu beginnen und dies strategisch auch umzusetzen. Wir konnten natürlich auch darauf zurückgreifen, dass in der Universitätsleitung in einem anderen Ressort noch weitere Strategien parallel entwickelt wurden, die auch das Handlungsfeld Studium und Lehre betreffen, sodass wir uns hier synergetisch einfach auf in der Entwicklung nicht nur abstimmen konnten, sondern gemeinsam auch Ergebnisse entwickelt haben, die dann schlussendlich jetzt in allen drei Strategien unisono, möchte ich sagen, aufgenommen wurden. Die Rahmenbedingungen partout sozusagen sind aber auch für unser Projekt, wir sind ein Projekt, das heißt, wir haben einen festgelegten Anfangspunkt und wir haben vor allem einen festgelegten Endpunkt. Wir haben Meilensteine, die wir erreichen müssen und wir haben, wie in Projekten üblich, einen Finanzplan und eine personelle Kapazität, die bei uns im Team, im Kernteam wirklich auf 3 Personen verteilt, auf 2 Vollzeitäquivalente beschränkt ist. Das ist das, was wir zur Verfügung haben und mit dem wir wirklich aktiv arbeiten können. Darüber hinaus ist aber auch der Fakt bei uns an der Hochschule, und ich denke, das geht vielen anderen Hochschulen genauso, wir haben sehr viele Good Practice Beispiele und wir haben an unserer Universität unglaublich viele AkteurInnen, die sich sehr engagiert in der Lehre, in der Lehrunterstützung, in der Lehrentwicklung zeigen und die dieses Engagement gerne auch nicht nur für sich nutzen, sondern auch darüber hinaus wirklich in die Breite tragen möchten. Und das ist etwas, was für uns ein sehr großer Vorteil ist und was für Strategieentwicklung allgemein ein sehr großer Vorteil ist, was im Rahmen von Lehre und Studium natürlich dann auch das Potenzial für einen hohen Austauschfaktor hat, Freiheit der Lehre dort als Stichwort zu sagen. Es gibt sehr viele Perspektiven auf die Lehre, auf gelebte Lehre, auf Lehr-Lern-Alltag und auf
das Engagement in der Lehre. Und wir an der TU Dresden haben 120 Studiengänge, wir haben 5 Bereiche. Das sind sehr viele Perspektiven, die man versuchen muss, mit übereinzubringen, sodass auch eine Strategieentwicklung bereits akzeptiert wird, an der Akzeptanz es nicht scheitert und auch, dass die Strategie, die im Endeffekt rauskommt, nicht nur die gelebte Lehre widerspiegelt, sondern auch wirklich im Lehr-Lern-Alltag verankert werden kann. Und genau das war diese große Herausforderung, vor der wir am Anfang 2022 standen, nämlich diese vielen Perspektiven. Wir haben 30 Arbeitsaufträge und wir sind nur 3 Personen im Kernteam. Und wir möchten dieses große Ziel erreichen, ein Konzept zu entwickeln zur strategischen Verankerung der Vision für die Lehre und des Lehrleitbildes im Lehr-Lern-Alltag. Und da kam dann die Idee auf, was natürlich auch daher rührte, dass es 2022 rum sehr en vogue war, auch agil zu arbeiten. Agiles Projektmanagement war auch bei uns in dem Weiterbildungsprogramm sehr verankert. Deshalb war es auch sehr, sehr geläufig. Ein Faktor, der dabei mit reinspielte, war, dass es manchmal falsch verstanden wurde. Nichtsdestotrotz bietet Scrum zum Beispiel eine sehr gute Möglichkeit, sehr strukturiert zu arbeiten und Teilziele zu entwickeln, die dann im Rahmen auch von Bildungsinstitutionen immer wieder in Iterationen gehen können, sodass sie schlussendlich genau diese vielen Perspektiven sehr gut einarbeiten können. Scrum bietet darüber hinaus aber auch die Möglichkeit, Rollen sehr genau zu definieren und Funktionen und Aufgaben entsprechend dieser Rollen gut zu verteilen. Und das hat für uns in dem Moment geholfen, dass wir ein Kernteam, das Kernteam waren und Product Owner und Scrum Master übernehmen konnten. Der Prorektor Bildung hat sich sehr engagiert in dem gesamten Prozess mit beteiligt, auch die Product Owner Rolle mit übernommen. Und wir haben Teams gebildet. Und der Aufbau der Teams war für uns die Möglichkeit, genau diese, was ich anfangs meinte, 5 Bereiche, sehr viele Perspektiven und im Lehrleitbild alleine 13 Handlungsfelder, 13 Schwerpunktsetzungen sozusagen. Das konnten wir in den Teams abbilden, indem wir genau diese Möglichkeit von Scrum genutzt haben, cross-functional zu arbeiten. Wir haben entsprechend wirklich statusgruppenübergreifende Teams gebildet. Wir hatten immer Studierende dabei, wir hatten immer Lehrende und unterstützendes Personal in den Teams vertreten. Wir hatten aber auch die große Herausforderung, dass wir aktiv mit den Teams arbeiten wollten und eine aktive, wirklich zielorientierte Arbeit ist nicht in riesigen Gruppen möglich. Deshalb war es für uns die Beschränkung auf maximal 12 Personen, sodass wir Erfahrungs- und WissensträgerInnen der Handlungsfelder im Lehrleitbild abgebildet haben, aber nicht in den Teams darüber hinausgegangen sind. Für uns war dabei auch wichtig, dass wir an Personen herangetreten sind, die sozusagen nicht immer dabei sind, sondern wir uns auch explizit wirklich Personen und AkteurInnen eingeladen haben, bei denen wir wussten, dass sie bestimmte Handlungsfelder teilweise Erfahrungen haben, möglicherweise aber auch ein bisschen kritischer eingestellt sind, sodass wir diese Critical Friends auch aktiv mit bedacht haben und mit zu uns reingenommen haben, um wirklich mehr Perspektiven und auch mehr Erfahrungen mit gleich in die Entwicklung hineinzunehmen. Und diese Entwicklung begann dann damit, dass wir ein erstes Konzept
vorgestellt haben, wie wir arbeiten wollten. Und dieses erste Konzept war, wie Sie sehen, sehr rudimentär. Es orientiert sich sehr stark natürlich an den Scrum-Events. Wir sind davon abgerückt, Dailies zu machen, sondern haben Weeklies gemacht. Und wir haben es wirklich geschafft, wöchentlich uns mit allen drei Teams über 10 Monate lang zu treffen. Wir haben lediglich das Sommerloch bei uns ausgespart und den Dezember, aber das komplette Jahr 2023 haben wir mit den drei Teams an einzelnen Sprints oder in einzelnen Sprints an einzelnen Teilergebnissen gearbeitet. Ich muss dazu noch sagen, dass wir das erste Meeting eines Sprints immer damit begonnen haben, dass eine Idee vorgestellt wurde. Das heißt, die 30 Arbeitsaufträge, die wir raus identifiziert haben aus dem Lehrleitbild, die sich der Zukunftsorientierung unserer Lehre widmen, die haben wir an AkteurInnen rausgegeben in der TU Dresden, die wir vorab recherchiert haben, dass sie sich schon mal damit beschäftigt haben oder irgendwie in Berührung damit sind oder wir durch wirklich Hörensagen mitbekommen haben, dass sie Ähnliches im Kleinen schon machen und wir das so ein bisschen auf die größere Bühne bringen wollten. Und diese Idee ist in der ersten Sitzung von den IdeengeberInnen eingebracht worden. Sie wurde präsentiert. Und darauf aufbauend haben die Teams bei uns gearbeitet. Das heißt, in dem zweiten und dritten Meeting ging es dann wirklich darum, ist die Idee für die gesamte Universität anwendbar? Ja, nein. Was muss adaptiert werden? Was müsste weiterentwickelt werden? Was muss vom Verständnis her noch angepasst werden? Möglicherweise auch, vielleicht kann alles ganz übernommen werden. So dass wir dann im vierten Meeting wirklich final waren, einen Cut gemacht haben und alles, was bis dahin stand, haben wir als Teilergebnis genommen und haben es nochmal veröffentlicht. Das heißt, wir haben es diesen Text, das war dann ein Textdokument, was entwickelt wurde, haben wir auf unserer Website online gestellt und die gesamte Hochschulöffentlichkeit darüber informiert, dass es online ist. Wir waren in verschiedenen Gremien, haben Newsbeiträge dazu geschrieben, sodass wir auch hier nochmal mehr Kommentare über Padlets beziehungsweise dann Taskcards eingeholt haben, um einfach nicht nur die Möglichkeit zu geben, teilzunehmen, sondern um auch nochmal so diesen Loop mit reinzubringen, noch eine weitere Iteration. Wir haben dieses erste Konzept dann angepasst in zwei Retrospektiven. Und final war es dann wirklich in der Mitte 2023. Und final war dann auch unsere sozusagen virtuelle Arbeitsumgebung. Denn alles, was Sie hier sehen, fand in unserem Lernmanagementsystem statt. Das heißt, wir haben dort einen Kurs aufgebaut mit 3 Lerngruppen für die Teams. Sie hatten dort die Möglichkeit, dann individuell flexibel zu arbeiten, aber auch Bausteine, die das kollaborative Arbeiten unterstützt haben. Sodass wir hier mit den Möglichkeiten, die wir hatten, die uns zentral zur Verfügung standen, auf die aber auch jeder Akteur an der TU Dresden, jede Akteurin Zugriff hat, arbeiten konnten. Und das konnten wir sehr gut. In diesem finalen Konzept ist es dann wirklich nochmal granularer aufgeschlüsselt worden. Was passiert wirklich in den Meetings? Das ist das, was Sie hier in dunkelblau sehen. Und was muss aber auch zwischendurch immer von den einzelnen Teammitgliedern gemacht werden? Denn darum, das ist die eigentliche Arbeit. Darum geht es grundsätzlich. Die Meetingstruktur ist das eine, aber das, was dazwischen passieren muss, dieses Engagement, was die AkteurInnen bei uns in den Teams da noch mit reingesteckt haben, das sehen Sie in den hellen
Kästchen nochmal aufgeschlüsselt. Und wir haben dann im finalen, in der finalen Meetingstruktur wirklich das zweite Meeting nochmal unterteilt. Also da haben sich zwei Arbeitsgruppen, zwei Teams dafür entschieden, 60 Minuten statt 30 Minuten zu arbeiten und sie wollten das Ganze in Präsenz dann machen, was natürlich, also für uns war das möglich umzusetzen. Und es hat diesen informellen Austausch noch mal mehr entwickelt und das Teamgefüge, möchte ich sagen, hat es in den beiden Gruppen wirklich gestärkt. Wohingegen die dritte Gruppe, die bei rein online geblieben ist, da hat es keinen Abbruch getan. Also die haben sich trotzdem als Team sehr gut zusammengefügt. Wir haben zusätzlich noch eine Umfrage mit integriert gehabt am Ende des Sprintes, um Kapazitäten abzufragen und Vorkenntnisse abzufragen. Das kam auch in einer Retrospektive heraus, dass sich eine Arbeitsgruppe das gewünscht hat. Da war von uns im Kernteam erstmal so diese Frage, wozu? Allerdings hatte es den Effekt, dass die einzelnen Teammitglieder wirklich im Voraus sehr darüber nachgedacht haben, wie viel zeitliche Verfügbarkeiten sie wirklich aufbringen können, auch außerhalb der Meetings, und sie da mehr drüber nachgedacht haben. Von daher, also das ist etwas, was wir dann auch in der Veröffentlichung auf unserer Website beibehalten haben, weil das ein sehr gutes Instrument noch war. Und wir haben es dann quasi geschafft, dass wir die 30 Arbeitsaufträge in den 10 Monaten durchexerziert haben. Es ist bis zum Schluss dabei geblieben, dass wir nach 4 Sitzungen einen harten Cut gemacht haben. Und ich habe Ihnen jetzt aber hier auch nochmal grau hinterlegt, wirklich alle Aufgaben aufgeschlüsselt, die wir im Kernteam sozusagen als Scrum Master verfolgt haben. Und das ist nicht zu unterschätzen. Es ist auch nicht zu unterschätzen, die Vorbereitung, die es braucht, um einen logischen und gut aufeinander aufgebauten Plan für die einzelnen Teams zu haben. Welcher Arbeitsauftrag wann kommt, welcher Arbeitsauftrag möglicherweise auf einem anderen aufbauen kann. Das, was sehr gut ist daran, ist, dass wenn das als Scrum Master oder wir im Kernteam als schlussendlich drei Scrum Master das begleitet haben, hatten wir so eine sehr gute Übersicht darüber, was möglicherweise auch von anderen Teams genutzt werden kann, welches Ergebnis, das in unserem Team sozusagen herausgekommen ist, was kann davon wieder bei anderen eine Basis sein oder was kann davon bei anderen mit hineinspielen? Was können Sie dadurch aber vielleicht auch nochmal feedbacken? Was könnte funktionieren in anderen Zusammenhängen? Und im Vergleich jetzt nochmal zu dem oder diese Connection nochmal zu Scrum zu ziehen, ist das, was wir halt gemacht haben, ist, dass wir die Arbeitsphase sehr erweitert haben. Das ist im Scrum eigentlich nicht üblich, dass der Review auch noch mit dafür genutzt wird. Das haben wir dann wirklich gemacht. Es hatte dann natürlich für uns das Gute, dass wir manche Teilergebnisse, die möglicherweise in den Meetings nicht ganz so bis zum finalen Ende gekommen sind, dann wirklich im letzten Meeting gemeinsam noch geschrieben werden konnten, um es abzugeben, sozusagen. Und so haben wir jetzt wirklich 30 kleine Teilschritte, 30 kleine Vorschläge, die dann für das große Produkt wieder als Ausgangspunkt gedient haben, um es in Maßnahmenplänen, jeden einzelnen Vorschlag in Maßnahmenplänen umzusetzen.
Was wir jetzt als Learnings wirklich mitgenommen haben, ist, dass es für uns eigentlich eine Art Fairy Tale war, weil wir diese 30 Lösungsvorschläge hingekriegt haben. Wir haben 148 Kommentare auf den Taskcards noch bei uns gehabt, die natürlich auch noch mal mit eingeflossen sind. Wir hatten 20 sehr ausführliche Kommentierungen noch mal von Vorschlägen, die per E-Mail bei uns eingereicht wurden. Es war ein für uns sehr gutes Feedback, das wir erhalten haben, und das, was für uns immer noch mega cool ist, ist, dass es uns das Experiment sozusagen zugestanden wurde. Also wir haben einen Prorektor Bildung, der das komplett mitgetragen hat, sich da auch sehr engagiert hat. Und auch das gesamte erweiterte Rektorat hat uns dieses Experiment einfach mal durchführen lassen. Wir hatten, und das ist etwas, was wir sehr vorteilhaft fanden, aber auch die Möglichkeit einer professionellen Begleitung. Das heißt, was ich vorhin angesprochen hatte, dass das agile Projektmanagement bei uns auch in dem Weiterbildungskatalog an der TU ist, hat zum Vorteil, dass das Zentrum für Weiterbildung bei uns diese Beziehung auch zu den einzelnen Coaches sehr gut pflegt und wir dann die Möglichkeit hatten, über das gesamte Jahr 2023 immer mal so Face-to-Face Stunden zu nehmen, um, wenn wir einfach nicht weitergekommen sind, wenn wir als nicht ausgebildete Scrum Master agiert haben, wirklich von einem Scrum Master mit Erfahrung profitieren konnten, wie man weiter vorgeht, wie man die Moderation anders gestaltet, wie man die Person noch mehr mit hineinnimmt. Das war sehr gut und das ist auch wirklich etwas, das sehr empfehlenswert ist, dabei zu haben. Zumindest, wenn man das Ganze startet, so dass man einen sehr tiefen Einblick wirklich auch in das Rollenverständnis bekommt und das dann auch weitergeben kann. Was ich sehr spannend fand, war, dass Scrum für mich klar immer sehr strukturiert war. Das Verständnis war bei vielen anderen eher ein anderes, so dass wir da auch wirklich erstmal so ein bisschen die Realität haben spielen lassen und wir dann festgestellt haben, dass es funktioniert alles. Also das Timeboxing, wenn man es mal macht, geht das. Und es ist auch jeder wirklich mit dem strukturierten Ablauf sehr gut klargekommen. Der informelle Austausch, der teilweise entfällt, der muss aber anders aufgefangen werden. Also wir hatten sowieso im Plan, dass wir in der Mitte des Jahres nochmal ein Dialogforum machen. Wir hatten noch andere, auch zum Tag der Lehre, dass man sich nochmal anders auch in den Teams austauschen kann, nochmal in den Teams zusammenfinden kann. Das hat bei uns das Ganze etwas aufgefangen. Aber es ist etwas, was auch von den Teammitgliedern zurückgespielt wurde, dass dieser Austausch nicht gänzlich hinten runterfallen darf, wenn eine so strukturierte Vorgehensweise genutzt wird. Und das, was wir wirklich im Kopf behalten müssen und dann auch unserer wirklichen aktiven Arbeit mit den Gruppen immer wieder gemacht haben, war, dass wir die Freistellung, also Freistellung in Anführungszeichen der Teammitglieder wirklich im Hinterkopf haben mussten und teilweise, wir hatten im Voraus, bevor wir die Teams gebildet hatten, mit allen Leitungsebenen auch gesprochen und das dann aber immer mal in Erinnerung zu rufen, dass bestimmte Personen dann wirklich bei uns auch sehr aktiv mitarbeiten. Das ist etwas, was man einfach auf dem Schirm haben muss und wo man sich auch bemühen muss, dass die Teammitglieder in dem Sinne dann auch Projektmitglieder sind und man sich darum auch mit kümmert.
Zu dem hohen organisatorischen Aufwand, den wir als Kernteam hatten, das habe ich vorhin schon angesprochen. Da war für uns einfach das Glück, dass wir in dem Jahr die anderen Aufgaben, die angefallen sind, machen konnten, weil wir drei Personen im Kernteam sind, drei Teams hatten und jede von uns dann ein Team übernommen hat und wir uns dann einmal in der Woche noch als Scrum Master sozusagen ausgetauscht haben über den weiteren Verlauf und dann auch den Prorektor Bildung entsprechend immer briefen konnten. Genau, und da sind wir jetzt eigentlich auch schon dabei angelangt, dass wir das hingekriegt haben. Es ist für uns immer noch sehr, sehr cool, dass es so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben bisher auch alle Meilensteine wirklich geschafft, sind jetzt an dem Punkt, dass wir alle Vorschläge, die die Teams erarbeitet haben, in Maßnahmenpläne ausgeführt haben, im Detail die Schritt-für-Schritt-Abfolge gemacht haben, Priorisierungen festgelegt haben, beziehungsweise Verantwortlichkeiten bestimmt und Ressourcen mit Ressourcen hinterlegt haben. Und wir jetzt nochmal in einem weiteren Loop sind, in einer Feedback-Schleife nochmal mit allen Statusgruppen und somit dann die Lehrstrategie, wenn jetzt hoffentlich alles nach Plan läuft, im dritten Quartal oder spätestens Anfang des vierten in die relevanten Gremien zum Beschluss geben können, sodass wir dann auch hoffen, eigentlich noch mit der Umsetzung beginnen zu können, um einfach auch den, nicht nur den Teammitgliedern, sondern auch denjenigen, die uns immer die Ideen geliefert haben, nochmal so ein Stück weit zurückzuspielen, dass das, was sie in der Zeit wirklich geleistet haben, zusätzlich geleistet haben, jetzt wirklich an der Universität für die gesamte TU in die Umsetzung geht. Und das wäre für uns dann ein sehr, sehr cooler Projektabschluss, wenn wir das dann noch auf den Weg bringen könnten. Aber soweit hat diese Geschichte erstmal geklappt und wir haben auch alles auf unserer Website veröffentlicht, sodass das natürlich nicht nur innerhalb unserer Hochschule, innerhalb der TU, in anderen Kontexten angewandt werden kann, sondern natürlich gerne auch von anderen Hochschulen genutzt werden kann. Und damit wäre ich eigentlich auch schon durch. Über den QR-Code kommen Sie auch direkt zu uns auf die Website und können dann auch alles nochmal nachlesen.